Ich heiße Sönke Bartling und wir haben jetzt 20 Minuten zusammen, dass wir uns mit dem Thema Blockchain beschäftigen können. Also um das schwere Thema zu erklären, ja, und wenn Sie hier rausgehen und dann nicht alles verstanden haben, dann ist das auch überhaupt kein Problem, weil das ist, geht ganz vielen so, ja. Gerade wenn man über das Thema Blockchain redet, die ja in aller Munde ist, mit Bitcoin auch, ja, dann haben Sie sicherlich gehört, da sind ein paar irgendwie Millionär geworden plötzlich, weil sie irgendwelche Tokens gekauft haben und das Darknet, das Bitcoin, ne, hat ja auch irgendwas mit Blockchain zu tun und so weiter und so fort. Das ist nicht schlimm, wenn man das nicht sofort alles versteht. Es gibt hier ein paar Pointer, ein paar Hinweise. Und wenn man über Blockchain redet, fangen plötzlich Leute an, über so abstrakte Dinge wie Dezentralisierung zu reden, ja, verteilte Systeme irgendwas, dann diese Trusted Third Party. Das ist heute Abend hier schon eine Party, aber die Trusted Third Party ist was anderes, ja. Können wir auch noch drüber reden, so langsam aber sicher, ja. Okay, also... Wer weiß überhaupt, was Blockchain oder was das überhaupt, wer kommt hier hin, weil er den Begriff erklärt haben will oder weil er irgendwas gehört hat? Oder, okay, ich frage mal, wer hat Bitcoins hier? Okay, da gibt es welche, die haben Bitcoins, ja? Was heißt denn Bitcoin besitzen? Haben Sie das auf einer Börse oder? Ja? Ah, okay, gut. Gut, das kann man so nennen, wenn Sie dann der Börse vertrauen, dass die Börse keinen Unfug damit treibt, ja? Die Alternative wäre, dass ich selber ein Private Public Key zu erzeugen im Internet und das dann dahin zu überweisen, was mittels Blockchain geht, ja, dann hätte man die volle Kontrolle über die Bitcoins, ne? Okay, der Begriff Blockchain, ja, woher kommt das eigentlich? Das ist eine Kette von Blöcken, ne? Blockchain. Ja, was heißt das? Wir haben also einfach einen Datenblock und in diesem Datenblock ist ein Verweis auf einen vorherigen Datenblock. Das ist so über so eine kryptografische Funktion ist das gemacht. Ja? Also die Sache ist, wenn man hier irgendwas ändert, dann muss man da auch alles ändern, damit das noch stimmt. Ne? Also man kann dann nicht einfach hier eine Zahl ändern und dann klappt die Reihe nicht mehr. Ne? Also man hat quasi eine Abhängigkeit durch diese gesamte Blockchain. Ja? Nun ist das ist eine Datenstruktur und die wurde lange vor Bitcoin schon beschrieben. Und eigentlich ist sie auch nicht besonders aufregend. Ja? Man kann Daten ja als eine Textdatei ablegen, man kann die Daten auch als eine Textdatei ablegen, wo quasi ein Verweis auf eine andere Textdatei drin ist. Ja? Es ist nichts besonders Aufregendes. Aber dieser Begriff Blockchain ist jetzt ähnlich wie der Begriff Internet. Ja, der Begriff Internet, der war Anfang der 80er Jahre mal von irgendwelchen Geeks oder Nerds, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man eigentlich Computernetzwerke verbindet. Und die haben dann Protokolle definiert, Austausch, Schnittstellen, TCP, IP, bla bla bla, alles Mögliche. Ne? Aber wenn Sie heute den Begriff Internet verwenden, dann reden Sie ja nicht mehr über TCP, IP Protokollstandards, ne? Sondern Sie meinen das große Ganze, das Internet, wo wir daten, wo wir unsere Flüge buchen, wo wir bestellen, ja? Und so weiter. Ja? So ähnlich ist es mit dem Begriff Blockchain auch. Der Begriff Blockchain wird nicht mehr nur für diese Datenstruktur verwendet, ja? Sondern der wird für eine neue Art und Weise, einen Online-Service oder ein Online-Ding zu organisieren. Ja? Und was ist, also es ist eigentlich auch eine Datenbank, ne? Man kann da Daten ablegen. Und wenn wir uns mal genau überlegen, so Facebook oder Tinder oder Amazon sind eigentlich Datenbanken, die wir abfragen. Ne? Unsere Timeline, die wir angezeigt kriegen, ist eine Datenbankabfrage. Ne? Also Online-Service, Datenbank ist etwas Vergleichbares. Ja? Und Blockchain beschreibt nur eine neue Art und Weise, das zu organisieren. Und zwar habe ich hier mal die Dinge aufgelistet. Dieser Online-Service ist verteilt. Was heißt das, wenn ein Online-Service verteilt ist? Ungefähr. Na, das heißt, dass da nicht ein Computer ist, wo das drauf ist, ja? Sondern der ist auf viele, viele Computer verteilt. Ja? Und dezentralisiert. Das heißt, dass wir nicht nur einen Computer haben, sondern mehrere Computer, auf denen der verteilt ist, aber wir auch nicht nur ein oder zwei Stellen haben, die wir unterbrechen müssten oder ausschalten müssten oder den Stecker ziehen müssen, sodass der Service weggeht. Ja? Bitcoin ist auf ganz, 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 ganz viele Rechner verteilt und wenn einer davon ausfällt, macht nichts. Okay? Das ist so eine Art und Weise, damit umzugehen. Dezentralisiert heißt auch oft, wer hat eigentlich Macht darüber? Wer kann das verändern? Ja, bei Facebook oder Dropbox wissen wir eigentlich, dass die Betreiber
die komplette Macht über Facebook haben. Eigentlich auch unser E-Mail-Provider GMX könnte die E-Mails verändern, so wie er will. Ja? Wir vertrauen ihm einfach, dass er das nicht macht. Wir wissen aber von der technischen Seite her, dass er einfach hingehen könnte, sich mit dem Administrator-Passwort einloggen könnte und dann unsere E-Mails verändern könnte. Ja? In der Blockchain-Welt ist das nicht mehr der Fall. Das bringt uns dann zum nächsten. Ein Service ist unveränderbar, immutabel. Ja? Also das ist ein Begriff von den Informatikern. Das heißt, dass man das gar nicht verändern kann. Zumindest nicht auf eine Art und Weise, die nicht vorhergesehen wäre. Ne? Weil in Wirklichkeit heißt also eine Datenbank, die man nicht verändern kann, ist ziemlich unnütz. Ja? Deshalb heißt das eigentlich, immutabel heißt, dass der Internet-Service append only ist, dass man nur anhängen kann. Ja? Was heißt denn das? Wenn ich nur anhängen kann. Das heißt, dass wenn ich etwas verändere, ich immer nachvollziehen kann, wie diese Veränderungen zustande gekommen sind. Ja? So ähnlich wie ein Stück Papier. Wenn ich da etwas durchstreiche, kann ich ja immer sehen, dass da was passiert ist. Dass da, es sei denn, man ist jetzt FBI oder CIA und kann mit dem Mikroskop da irgendwas machen. Aber eigentlich basiert auch unsere ganze Gesellschaft auf der Immutabilität von Papier. Ja? Ist schon eigentlich so normal für uns. Siehst du, jetzt denken Sie plötzlich über Sachen nach, die eigentlich selbstverständlich für uns sind. Im Computerwelt ist das nicht so. Ja? Wir haben zu Hause Ihre Excel-Tabelle und dann gehen Sie hin und ändern da was. Dann kann keiner mehr sehen, was Sie da geändert haben. Ja? Die Immutabilität ist, das ist ein Stück Papier und das ist unveränderbar. Ne? In der Computerwelt ist es bisher noch nicht so. Auch ein PDF, das schicken wir durch die Gegend und sagen, das ist wie eine Unterschrift quasi. Ja? Ist es aber nicht. Ein Hacker kann hingehen, da einfach was ändern. Aber Blockchain erzeugt in der Computerwelt quasi so eine Eigenschaft von Papier, dass man alle Veränderungen nachvollziehen kann. Und ein Internet-Service wird beweisbar transparent. Ja? Was heißt denn das schon wieder? Schon wieder so eine Abstraktion. Na, beweisbar heißt, dass ich genau sehen kann, wie der funktioniert. Und ich nicht mehr irgendeiner Firma vertrauen muss, die mir sagt, dass es so funktioniert. Facebook vertrauen wir, dass da irgendwo wirklich jemand auf die Likes geklickt hat, ja? Wenn da 2000 Likes unter einem Kommentar sind. Ja? Aber Facebook könnte es einfach ändern und hochsetzen. Ja? So, in Blockchain-Welt ist das nicht mehr möglich. Da muss wirklich jemand da drauf geklickt haben. Oder in Bitcoin kann jeder nachlesen in dem Code, dass nur wenn ich den Private Key habe zu meinem Bitcoin-Account, dass ich dann den Bitcoin überweisen kann. Ja, mit einer kryptografischen Signatur überweisen kann von einem Account. Das kann jeder nachlesen. Und deshalb kann Bitcoin überhaupt Wert annehmen, weil Bitcoin ist eigentlich nur eine Speicherstelle. Aber dadurch, dass der beweisbar nur übertragbar ist unter bestimmten Bedingungen und dass ich nur so und so viele Bitcoins erzeugen kann, kann das Wert annehmen, richtig? Ihre Excel-Spalte zu Hause, dafür wird Ihnen keiner jemand 10.000 Euro geben, ja, wenn Sie den einen hochsetzen, weil Sie einfach dann die Excel-Zeile sowieso ändern. Okay? So, deshalb kann das gar keinen Wert annehmen. Aber bei Bitcoin weiß man ganz genau, da sind nur 18 Millionen und das war's. Und deshalb ist das rar. Ne? Bitcoin ist rar. Okay, das ist jetzt also das, was man jetzt im weiteren Sinne unter Blockchain, ja, das hier sind jetzt noch so ein paar kritische Punkte, also Blockchain könnte man auch als eine sozio-techno-ökonomisch-legale kulturelle Evolution/Revolution nennen, ja, weil das irgendwo unsere Gesellschaft, womit wir uns hier auch befassen, das zu beforschen. Na, Technik ist klar, Ökonomie, wir haben ja diese ganze Krypto-Ökonomie mit diesen Token, ICOs, diese Crowdfunding-Kampagnen, die hier in Berlin teilweise explodiert sind, wo dann in wenigen Stunden 10 Millionen eingenommen worden sind. Und das ist jetzt auch so ein Begriff und das Ganze ist ein Hype, ne? Irgendwie auch. Jeder redet davon. Wobei Hype grundsätzlich nicht unbedingt was Schlechtes ist. Ja? Weil es wird natürlich nicht überhyped sein, aber ein Hype kann auch dazu führen, dass man dann etwas Begeisterung schafft für etwas Neues. Ja? Und Leute dazu begeistert, das auch umzusetzen. Ja? Ich glaube, dass jemand einfach nur Facebook kritisiert, das könnte ja die Likes hochsetzen ohne Beweisung. Warum soll ich da was gegen schaffen? Aber wenn plötzlich jeder von Blockchain redet und so weiter, dann kann man plötzlich Awareness schaffen, was mit unseren Daten passiert und warum man eigentlich Facebook vertraut oder nicht vertraut, dass es das macht, was es ist. Okay? Ja, und dann, jetzt kommen noch so ein paar Dinge, was Blockchain noch ist. Ich meine, Sie haben ein Passwort für Ihren Facebook- oder Amazon-Account, ja? Verwenden das einmal und loggen sich dann ein, richtig?
Ja, und dann ist eigentlich alles in Abhängigkeit davon, was Facebook damit macht. Ja? Mit den Veränderungen im Datenbank, was sie wohin schicken, wie viel Guthaben sie noch haben und so weiter. Ja? Das ist, kann Facebook, aber Amazon kann das ändern, beliebig wie es will. In Blockchain-Welt ist das etwas anders. Da gibt man den Key selber nicht raus, das Passwort, ja? Sondern man gibt immer nur einen kryptografischen Beweis raus, eine Signatur, dass man den Key zu Hause sicher hat. Ja? Und gibt diese an das System. Und das System sagt vorher, du, ich möchte das ändern, ich möchte hier ein Like hochsetzen, das Blockchain-System, ich möchte deinen Account runtersetzen, ich möchte deinen Namen ändern und dann entscheidest du selber zu Hause in deinem Browser oder das ist hier das IoT, Internet of Things, die Kaffeemaschine entscheidet selber, dass sie das System das machen lässt. Ja? Es ist also eine neue Art von User-Autonomie. Wir haben volle Kontrolle über die Änderungen in dem System, in der Blockchain-Welt. Okay? Ja, eine andere Abstraktion, wir wissen, dass wenn heute irgendwo ein Computerprogramm auf dem Rechner läuft, wer eigentlich Kontrolle über diesen Rechner hat, das heißt, wer den anschalten, ausschalten kann, wer sich als Administrator einloggen kann, der kann damit auch eigentlich machen, was er will. In Blockchain-Welt ist das nicht mehr so. Bitcoin läuft auf allen möglichen Rechnern, die Sie nie in Ihrem Leben vertrauen würden und trotzdem kann keiner das System manipulieren, okay? Ich bin jetzt schon sehr weit gekommen. Ich habe auch den Eindruck, dass ein großer Teil einiges verstanden hat oder ziemlich viel sogar. Also es sind nicht so viele eingeschlafen jetzt. Haben Sie Fragen bisher an der Stelle? Okay, dann können wir weitermachen. Jetzt nicht erschrecken. Jetzt kommen noch ein paar interessante Dinge, finde ich. Ganz faszinierende Konzepte. Ja. Also noch interessantere, finde ich. Ne? Ich meine, was ist eigentlich Bitcoin und Blockchain? Ja? Erstmal haben wir dann die Rechner hier, die irgendwie kryptografische Power verabreichen, um dieses Bitcoin-Netzwerk aufrechtzuerhalten, die das Mining machen, schon mal gehört, ne? Und die quasi die Blockchain-Datenbank verarbeiten, maintainen, aufrechterhalten. Ja? Also in dieser Datenbank werden quasi die Bitcoins verwaltet. So, das ist hier unser Bitcoin. Ne? So, und jetzt der Clou an Bitcoin ist, dass der gleiche Bitcoin, der da verwaltet wird, auch als Belohnung an diejenigen rausgegeben wird, die das System unterstützen. Ja? Es ist ein selbstreferenzielles System und das ist vielleicht von Satoshi, die Gruppe oder die Frau, die Bitcoin erfunden hat, ja, der richtige, der eigentliche Clou gewesen, ne? Dass etwas, was in dem System verwaltet wird, plötzlich dann auch als Belohnung für die Verwaltung des Systems rausgegeben wird. Ne? Quasi aus dem Nichts ein wertloses System mit einem wertlosen Bitcoin wurde immer wertvoller und das System größer und größer und größer. Ne? Quasi so nebenher. Ja? Ganz interessante Betrachtungsweise finde ich das. Ja, und was ist Blockchain noch? Wahrscheinlich nutzlos. Gar nicht notwendig. Ja? Warum ist das so? Ja, weil Blockchain eigentlich nichts machen kann, was nicht eine perfekte Trusted Third Party machen könnte. Ja? Also wenn wir perfekt Facebook vertrauen oder Dropbox vertrauen oder unseren Banken vertrauen, dann bräuchten wir kein Blockchain-System. Ne? Das ist der Hobbsche Leviathan. Das war die Idee, wenn wir einen König haben, dem man völlig vertrauen kann, der nur unser Allerbestes will, ja, dann brauchen wir keine Demokratie. Ja? So, jetzt können Sie mir aber sagen, ob wir denn den Hobbschen Leviathan heute haben oder die Demokratie. Ja? Also, wenn Sie dann an Trump denken, ist es ganz gut, dass wir da noch so Kontrollsysteme haben. Und deshalb ist Blockchain vielleicht dann doch notwendig. Okay? Ja, so, dann habe ich noch eine Sache, die ich kurz sagen wollte. Es wird immer viel darüber geredet, Blockchain, ja, das ist, die kann ja irgendwie was selbstständig machen oder Smart Contracts sind Dinge, die von selber ablaufen, Computerprogramme, ja. Das Problem ist, die Blockchain kann eigentlich ohne passende Schnittstellen zu der wirklichen Welt sehr wenig in der wirklichen Welt machen. Ne? Das darf man nicht vergessen, wenn über Blockchain geredet wird, auch über den Hype. Also wenn ich nicht irgendwo den Dollarkurs in das Blockchain-System eingebe, dann kann die Blockchain mir auch nicht die Umrechnung zu Euro berechnen. Ja? Die muss also irgendwo, gibt es dann doch wieder vertrauenswürdige Einrichtungen, die heißen im Blockchain-World Orakel, die dann quasi das ermöglichen, dass da Informationen reinkommen. Ne? Das sind ganz interessante Einsätze. Ja, was ich jetzt mache ist, oder was wir machen ist, wir erforschen die Anwendung von Blockchain in der Wissenschaft.
Ja, weil ich hatte ja diese Charakteristika gesagt, dass Daten unveränderbar sind, nachvollziehbar sind, beweisbar sind nach außen und unabhängig von einer Kontrollinstanz. Das sind zum Beispiel Dinge, die auch in der Wissenschaft tolle Anwendungen haben. Ne? Zum Beispiel, dass jemand keine Forschungsdaten mehr zensieren kann. Ja, Trump wollte ja die Klimadaten löschen, haben Sie vielleicht mitgekriegt, ja, von irgendwelchen Servern löschen. Mittels eines Blockchain-Systems wäre das nicht mehr nötig, möglich, ja. Ja. Oder dass Forschungsdaten gefälscht werden. Ne? Wenn man die Daten immer sofort, wie hier angezeigt, von so einem MRT-Scanner oder Mikroskop in ein Blockchain-System reintut, dann kann man die auch nicht mehr fälschen, ja. Dann kann die nicht mehr verändern, ja, manipulieren. Und man kann mittels Blockchain unveränderlich die ganze Nachverarbeitung sehen. Ja? Okay. So, jetzt haben wir schon noch 3 Minuten. Haben Sie noch Fragen? Ja, gerne. Ja, wenn dieses Blockchain so eine tolle Technologie ist, ja. Was sind denn jetzt eigentlich die Hürden? So, also das rechtliche, tatsächliche ja. Hürden, die warum die Technologie jetzt nicht so, ja. Genau, warum will ich nicht überall verwenden? Das ist eine sehr gute Frage. Ne? Erstmal gibt es ja bestimmte Leute, die haben Interesse, dass das System sich nicht ändert. Ja? Und dann sind für viele Dinge auch ganz einfach so dezentralisiert oder so Sachen wie Blockchain sind, nicht so einfach einzurichten, wie oft getan wird jetzt noch in dem frühen Stadium, in der Entwicklung. Ne? Für Bitcoin hat es jetzt ganz gut funktioniert, aber Bitcoin hat, wie viele Bitcoins kann man pro Sekunde überweisen auf der Welt von einem Account zum nächsten. Was schätzen Sie so? Was kann das Bitcoin-Netzwerk? 7, 70, 700 oder 70.000 in der Sekunde? Was schätzen Sie? Ja, ja, noch eine? 7 auf der ganzen Welt, ja? Das sind 7 Transaktionen, je nachdem, wie man das sieht. Also nur 7 Bitcoin-Überweisungen gibt. Das Visa-Netzwerk oder PayPal. 7, 70, 7.000, 70.000 oder 700.000, ich glaube, es sind 70.000 pro Sekunde, ja, die das PayPal-System verarbeitet. Ne? Da sieht man schon, da ist etwas. Ne? So, ich könnte noch eine halbe Stunde länger reden. Ja? Okay, vielen Dank dann für die Aufmerksamkeit. Ja? Danke. Ja.